Genau so zerschneidet Fernsehwerbung Spielfilme. Aber nicht bei uns. Premiere. Große Kinofilme, keine Werbung. Während die ersten ARD-Anstalten bereits Kredite aufnehmen müssen und laut über eine Privatisierung des ZDF nachgedacht wird, bereiten RTL und Sat.1 einen Schulterschluss vor, um eine weitere öffentlich-rechtliche Bastion zu schleifen. Noch in diesem Jahr werden die beiden Privaten ihre Hauptabendnachrichten ab 19 Uhr auf dem Heute-Platz also ausstrahlen. Außerdem wollen RTL und Sat.1 ihre regionalen Fenster hintereinander legen, um den Vorabendserien bei ARD und ZDF den Garaus zu machen. TVTV bleibt dran am Kampf der Systeme. Hallo und herzlich willkommen. Unsere Themen heute. Zoff beim Schwulenfernsehen in Berlin. Wir wollen Schwule unterhalten, wir wollen Infotainment für Schwule machen. Hugo Egon Balder und die erste Eheschlammschlachtshow auf RTL. Ich habe manchmal den Eindruck, die Leute haben alle irgendwie Angst, wirklich mal zu lachen. Ich weiß nicht warum, aber es kommt mir halt so vor. Die Rückkehr des Ostfriesen. Ottifanten sollen den Bildschirm erobern. Ich bin das feuchte Hakle-Monster. Und Fernsehen aus schwindelerregender Höhe, die Bergfilmdokumentation. Der Anblick der Berge hat die Menschen fasziniert. Als erstes Schwulenmagazin im deutschen Fernsehen sorgte Andersrum für Schlagzeilen und hohe Einschaltquoten bei FAB, dem Fernsehen aus Berlin. Was für den Regionalsender, mit dem auch Ex-Frühschöpner Werner Höfer gerade verhandelt, zuerst wie ein Glücksfall schien, endete als Boomerang. FAB nahm Andersrum im Februar trotz Erfolgsquoten aus dem Programm. Der Grund? Angeblich stornierten Werbekunden ihre Buchungen. Heute Mittag, 12.15 Uhr, durfte Andersrum auf Sendung gehen. Nicht bei FAB, sondern beim offenen Kanal Berlin. Wir sprachen mit den Kontrahenten. Vor circa eineinhalb Jahren startete das erste deutsche Schwulmagazin auf FAB, Fernsehen aus Berlin, einer Idee Rosa von Braunheims nachempfunden. Ein Magazin mit Reportagen über und für Schwule, ausschließlich von Schwulen. Herzlich willkommen bei Andersrum. Wir wollen natürlich auch für Schwule eine Sendung machen. Wir wollen Schwule unterhalten. Wir wollen Infotainment für Schwule machen. In dem Sinne wirklich ein ganz monatliches Magazin, das im Prinzip alle Themen behandelt, die für Schwule relevant sind. Wir wollen natürlich schwule Entwicklung kommentieren. Uns natürlich nicht verschließen dabei. Wir wollen auch für Heterosexuelle offen sein. So ein Medium ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, für Heterosexuelle schwules Leben kennenzulernen. Mit diesen Erotik-Clips erregte Andersrum die Gemüter. Da war die Rede von Gefährdung der Jugend, von Beeinflussung, Verführung und letztlich sogar von Lizenzentzug für das Fernsehen aus Berlin. So wurden dann auch die selbst gedrehten Erotik-Clips entschärft. Paul Stutenbäumer, Gesellschafter von FAB und Mitinitiator des Schwulmagazins, ist heute dennoch unglücklich über den Ruf, den er sich und seinem Sender mit dem Magazin erworben hat. Weil es eben nur bei FAB eine schwule Sendung gegeben hat über anderthalb Jahre, ist es eben so, dass der Sender dadurch eine kleine Imageübertragung hatte, eben der Sender mit dem einzigen schwulen Programm. Und genau das hat es uns eben in der werbetreibenden Wirtschaft sehr, sehr schwer gemacht, was einfach bedauerlich ist. Was also schade ist, dass ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland nach 40 Jahren Demokratie noch in einfach so einem Zustand ist, dass die werbetreibende Wirtschaft immer noch nicht in der Lage ist, ein schwules Programm akzeptieren zu können. Es ist einfach für mich eine unverständliche Sache, aber auf der anderen Seite eine Sache, auf die wir uns ökonomisch einstellen müssen und wo wir eben sagen müssen, wir haben unseren Mitarbeitern gegenüber eine bestimmte Verantwortung und können das nicht machen.
Seit 3 Jahren versorgt das Fernsehen aus Berlin im Westberliner Kabelnetz 850.000 Haushalte mit regionaler Information. Schwerpunkte des Senders, der von Filmemachern, Journalisten und Produzenten gegründet wurde, sind Kultur, wissenschaftliche Magazine und Minderheitenprogramme. Jetzt fürchtet man um die Zukunft des Senders, der hauptsächlich durch lokale Werbeeinschaltungen finanziert wird. Das waren also mehr die Freunde von FAB, die gesagt haben, und zwar mehr versteckt gesagt haben, wir kriegen es in den Agenturen nicht durch, solange ihr diese eine Sendung im Programm habt. Versucht doch einfach schwule Inhalte mit in andere Sendungen zu packen und ähnliches, aber nehmt bitte diese Sendung in der scharfen Form raus, weil wir können es unseren Vorgesetzten so nicht verkaufen. Die Andersrum-Redaktion und die Bund Film, die das Magazin umsonst mit viel Einsatz und Kreativität in ihrer Freizeit produzieren, sind enttäuscht. Sie können nicht verstehen, dass der Sender nicht voll hinter ihnen steht. Also FHB hat sich sehr, sehr lange hinter dieses Programm gestellt, steht auch eigentlich heute noch hinter diesem Programm, vielleicht sogar mehr als vorher. Nur sagt, in unserem Sender kann es nicht passieren, dass dieses Programm sein muss. Ich glaube, da gibt es kaum schärfere Vertreter als die bei FHB, die das sagen. Nur es kann halt in diesem Sender nicht passieren. Und das ist natürlich auch wieder eine Diskrepanz zwischen der Redaktion, die diese Sendung gemacht hat, und FAB selbst. Das aber nichts damit zu tun hat, dass es eine schwule Sendung ist, sondern dass wir als FAB gesagt haben, alle Redaktionen tragen das wirtschaftliche Risiko des Senders mit. Und die Andersrum-Redaktion war nicht bereit, im Gegensatz zu allen anderen Redaktionen, das ökonomische Risiko des Senders mitzutragen. Ich denke mal, wenn man eine Sendung macht, die man jeden Monat einem Sender zuliefert, umsonst, und der Sender hat ein sehr gutes Programm mit so einer Resonanz, worüber wir ja schon gesprochen haben, dann auch noch zu wollen, dass man jetzt Risiko übernimmt für den Sender, für die Politik oder für die verfehlte Programmpolitik und Werbepolitik, die Herren da seit Jahren machen, das halte ich für ein bisschen anmaßend. Für Elsa Maxwell und seine Redakteure ist das Verhalten der FAB-Gesellschafter nur ein Vorwand. Elsa Maxwell wirft den Herrschaften bei FAB Unfähigkeit, den Sender zu leiten, vor und ist überzeugt, dass Schwule sehr wohl kaufkräftig und demnach auch zu bewerben sind. Werbung in schwulen Medien zu verkaufen, das ist mittlerweile für viele Werbeagenturen und für viele Firmen direkt schon Imagewerbung. Das sieht man in den schwulen Printmedien in Deutschland. Die Frage, ob solche Programme jugendgefährdend seien oder nicht, hat sich hier in Berlin schon mal mit einem lesbisch-schwulen Radioprogramm gestellt. Und das Lizenzgremium hier, der Medienrat, hat, gleiches gilt übrigens auch inzwischen schon für Andersrum, festgestellt, dass die Programme keinesfalls jugendgefährdend sind. Abgesehen davon sollte man endlich mal mit dem Aberglauben aufräumen, dass man durch das Konsumieren lesbisch-schwuler elektronischer Medien lesbisch oder schwul werden wird. Leider, möchte ich fast sagen, ist dem nicht so. Selbst produzierte schwule Sitcoms wie diese werden jedenfalls in Zukunft nicht mehr bei FAB zu sehen sein, sondern vorerst im offenen Kanal Berlin. Die nächste Ausgabe von Andersrum läuft dort am Mittwoch und Donnerstag um 16.15 Uhr. Sonst bleibt den Mannen von Andersrum nur zu hoffen, dass ihr Ansinnen, bald einen neuen, besseren Sendeplatz zu bekommen, erhört wird. Wir sehen die ganze Geschichte mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sage ich mal. Einerseits haben wir natürlich für FAB diese Sendung produziert, sind davon ausgegangen, dass das alles funktioniert und finden die Absetzung mit diesen fadenscheinigen Werbegründen natürlich peinlich und insofern ist das auch traurig. Andererseits denken wir natürlich, ist das auch eine Chance. Wir haben dadurch eine große Öffentlichkeit bekommen und natürlich arbeiten wir hier ehrenamtlich, produzieren dieses für 0, nichts, auch mit der Hoffnung, dass wir das natürlich irgendwann mal einem anderen Sender verkaufen können. Und ich denke, die Zeit ist wirklich reif, dass einerseits sicherlich die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten begreifen, dass sie auch viele, viele hunderttausend Millionen Lesben und Schwule als Zuschauer haben und diese bedienen. Andererseits natürlich auch, wie das eben die Erfahrungen aus dem Printmedienbereich zeigen, dass sicherlich auch gut in einem privaten Infotainment-Sender ein schwules Magazin einen guten Platz hätte. Bis dahin, tschüss und treibt's recht doll.
Naja, das dürfen Sie auch, wenn Sie nicht andersrum sind. Hütchen nicht vergessen. Apropos, 3 Jahre lang hat er mit nackten Tatsachen Geld verdient, zwischen Strapsen und Sockenhaltern die Spannershow Tutti Frutti moderiert. Hugo Egon Balder, der Mann fürs Grobe bei RTL. Im Jahr 1 nach Alles Nichts Oder, seiner zweiten Show, die eingestellt wurde, meldet er sich zurück. Ab Herbst bedient Balder wieder die niederen Instinkte mit der RTL-Scheidungsshow Splitterabend. Egal ob Top oder Flop, der WDR hat jetzt schon Klage eingereicht, denn Splitterabend habe zu große Ähnlichkeit mit Michael Schanzes Flitterabend, phonetisch gesehen. Die ersten 6 Folgen von Splitterabend werden in der Nähe von Köln aufgezeichnet. Hugo Egon mit Freundin und dem Regisseur im Splitterabendstudio. Bei seiner Scheidungsshow will Hugo Egon vor allem, dass die Fetzen fliegen. Ja, das ist eine wunderschöne Sendung, wo sich ein bisschen gestritten wird. Hat allerdings nichts mit Einspruch oder Explosiv oder sowas zu tun. Es geht also um Leute, die verheiratet waren oder vielleicht auch noch verheiratet sind und sich scheiden lassen oder schon geschieden sind. Und da gibt es immer so Probleme, die man da so hat. Das sind zum Beispiel unsere beiden Advokaten, die Sie hier sehen, die dann also den einen oder anderen auch verteidigen. Und das hier zum Beispiel ist auch was sehr Hübsches. Hier ist dann am Abend der Sendung ist hier also Schlamm drin und da rutscht dann der Verlierer von oben runter und saust dann hier rein. Das hat einen wahnsinnig kulturellen Wert auch irgendwo in der deutschen Fernsehlandschaft. Es ist einfach zu blöd zu sagen, Sie haben gewonnen und Sie haben verloren. Also lassen wir den Verlierer hier rein rutschen. Wenn Sie da mal schauen wollen, das ist also ein trautes Heim, was Sie da sehen. Das ist leider ein bisschen zerstört, nicht? Das ganze Ding ist irgendwo eingefallen. Und das spiegelt so ein bisschen diese Philosophie der Sendung wider. Wir wollen also in netter Art und Weise, wie immer in lustiger, lockerer Art und Weise, wollen wir einfach zeigen, wie sich 2 Menschen so verkracht haben, dass sie sich auf den Tod nicht mehr leiden können. 3 Jahre war Hugo Egon Striptease-Manager für Tutti Frutti und hatte zuletzt selbst schon die Nase voll von den teilweise unförmigen Oberweitengrazien. Und 5 Jahre Tortenschlechter neben der Ulknudel Heller von Sinnen reichten letztes Jahr sogar dem sonst so illustren Hugo Egon. Er will aufregen mit seiner neuen Show und rechnet schon jetzt mit Kritik, wie etwa, dass hier Schicksale vorgeführt werden. Mein Gott, die Leute melden sich doch hier freiwillig und wenn ich mein Schicksal nicht öffentlich erzählen will, dann melde ich mich nicht. Aber die Leute, die sich hier melden, die sehen das Ganze als das an, was es ist, nämlich eine Unterhaltungssendung. Mehr ist es nicht. Zu den Spielchen, die mit den Kandidaten getrieben werden, gehört zum Beispiel ein Hassfaktor-Spiel, bei dem beide vorgefertigte Anzeigentexte, in denen gewisse Adjektive fehlen, vervollständigen müssen. Der witzigste oder den Partner beleidigendste Text gewinnt. Hugo Egon präsentiert sich unverändert locker und hofft auf ähnliche Erfolge wie mit Alles Nichts Oder und Tutti Frutti, die ihn reich und berühmt machten. Also berühmt ist ja immer so ein Wort, nicht? Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Und reich habe ich diese beiden Shows mit Sicherheit nicht. Ich kann mich nicht beklagen, aber reich in dem Sinne bin ich nicht. Da gibt es ganz andere Leute, die richtig reich sind. Wie sehe ich das an? Als ganz normale Sendung, die ein bisschen Wirbel gemacht hat. Mir hat das alles sehr geholfen. Mir hat es auch Spaß gemacht. Sind Sie froh, dass es vorbei ist? Ja und nein. Auf der einen Seite war es eine schöne Zeit. Denkt man auch gern zurück, teilweise natürlich auch nicht, weil es gibt ja immer so Sachen, wo alles nicht so läuft. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ja, weil Alles Nichts Oder war 5 Jahre, Tutti Frutti war 3 Jahre. Da ist man dann irgendwo schon, sagt man, komm, das reicht jetzt. Man fällt doch nichts mehr ein. Das ist mal wieder was Neues und das Projekt, was ich jetzt hier diese Sendung jetzt noch mache, ist was ganz anderes und da freue ich mich am meisten. Neben einem um die Wette beschimpfen dürfen die Kandidaten dann auch noch ihre Stimmbänder und die Ohren des Publikums durch Gesang mittels Karaoke strapazieren. Die Maxime scheint bei Hugo Egon Balder einmal mehr zu sein: blöd und doof, Humor eben bis zur Schmerzgrenze. Oder sind wir etwa humorlos? Ich habe manchmal den Eindruck, die Leute haben alle irgendwie Angst, wirklich mal zu lachen. Ich weiß nicht warum, aber es kommt mir halt so vor. Und ich orientiere mich dann immer an Ausländern, an Amerikanern, an Engländern, die gehen knallhart auf. Hauptsache, es ist ein Gag da. Und alles andere interessiert die nicht und die Zuschauer auch nicht. Und wenn was lustig ist, ist es lustig. Und wenn was nicht lustig ist, ist es nicht lustig. Und wenn es schlecht ist, ist es schlecht. Wenn es gut ist, ist es gut. Aber es findet keine Diskussion statt. Bei uns ist die immer. Mir ist das langsam völlig egal. Ich mache einfach das, was ich möchte. Nach einem Partnerwahlspiel oder einem Geschirrzerdeppernspiel dürfen die Kandidaten einen Tanz wagen mit einem gleichgeschlechtlichen Partner. Via
Zeitungsinserat wurden Ex-Ehepaare aufgefordert, sich für Hugo Egons Splitterabend zu bewerben, was sich verständlicherweise als ziemlich schwierig herausstellte. Die Paare, die sich bewerben, sollen ja die Show nicht benutzen, um sich gegenseitig öffentlich fertig zu machen, obwohl Hugo Egon gerne auch ein bisschen Schmutzwäsche waschen möchte. Und wenn es sich um lustige Schmutzwäsche handelt, gibt's ja auch. Nicht du mit deinem tiefer gelegten Manta. Du hast also 4 Jahre nur unter dem Auto gelegen, in dem Auto gelegen, auf dem Auto gelegen. Und die Frau wird wahnsinnig und er kontert und du mit deinem Modefimmel. Das ist doch lustig. Das ist ja nun wirklich nicht schmutzig. Ansonsten, also wenn das die Schmutzwäsche ist, die wir hier betreiben, dann ist das alles in Ordnung. Da habe ich nichts dagegen. Am Ende werden von 2 Justiziaren Plädoyers für oder gegen die Kandidaten gehalten und das Publikum darf mittels Applaus entscheiden, wer von den beiden Ex-Ehepartnern Sieger im ehelichen Streit ist. Hugo Egon, selbst zweifach geschieden, tauscht sein Macho-Ausziehimage mit der Rolle des partnerschaftlichen Schlammschlacht-Dompteurs. Und privat, Herr Balder? Sind Sie ein Macho oder ein Kartoffelheld? Ich bin weder das eine noch das andere. Tja, ich bin weder ein Pantoffelheld, dass ich irgendwo wie ein Schlappschwanz in der Gegend rumhänge und laufe nach Marmorbrille. Und ich bin auch absolut kein Macho, der immer, am besten ist zu fragen meine Freundin, die steht da. Weder das eine noch das andere. Ich bin ein völlig normaler Mensch. Eine Frage an Sie? Ja. Ist ein Macho oder ein Pantoffelheld? Ein absolut normaler Mensch. Macho? Ich bin ja fast größer. Ob T-Shirts oder Tassen, Aufkleber oder Sticker, selbst wenn der nächste Otto-Film noch dünner ausfallen sollte, von seinen Ottifanten allein kann Blödelfriese Otto Walkes blendend leben. Sein jüngstes Projekt mit den Comicviechern für rund 750.000 Mark pro Folge produziert Walkes eine 13-teilige Zeichentrickserie. Ottifantenfamilie Bommel rüsselt ab September bei RTL und hat jetzt schon Abnehmer auf dem internationalen TV-Markt. Ich gehe inzwischen auf Geistersuche. Wenn ich 2-mal pfeife, bin ich wahrscheinlich vor Angst gestorben. Huch, Honk, eine Geistertoilette. Besetzt. Hast du gehört, Honk? Es ist besetzt. Oh, wie gruselig. Oh, Hilfe. Ich bin das feuchte Hakle-Monster. Na, glaubst du jetzt endlich an Geister? Ja, es gibt also die Familie Bommel mit Vati, Mutti und dem Opa. Und natürlich Baby Bruno mit seinem Teddy. Teddy Honk, der deswegen Honk heißt, weil er ein kleines Schildchen dran hat, das Bruno ursprünglich für sein Namensschild hielt. Aber in Wirklichkeit steht er Made in Honk Kong drauf. Und deswegen ist er zu dem Namen Honk gekommen. Und die erleben, naja, was man so in der Familie erlebt. Und parallel gibt es immer Parallelgeschichten. Also einmal, was Baby Bruno zu Hause oder im Nachbargarten etc. erlebt. Und dann parallel dazu, was Vati im Büro erlebt mit seinem Chef, seiner Sekretärin, der örtlichen Putzfrau. Und dann noch die zweite Parallelgeschichte, Opa mit seinen alten Freunden, die auch immer ziemlich viel Unfug anstellen. Also es ist eine Familienserie, wenn man so will. Ausgerechnet Banane! Da ist er ja! Hey, Bommel, altes Haus! Kommt rein, Jungs, ihr seid hier richtig! 35 Zeichner pinseln in Hamburg an der Ottifanten-Serie. Otto selbst schaut bei den Produktionen wegen Zeitmangels nur ganz sporadisch nach dem Rechten. Und so lässt er Zeichnern und Textern große kreative Freiheit. Vielleicht ein Grund, warum sich die Verwandtschaft mit den Comics Ottifanten nur mehr erahnen lässt. Wir entwickeln für jeden Film die Figuren so, dass sie animierbar sind. Das heißt, jede Figur kann so, wie sie anfänglich dasteht, nicht unbedingt animiert werden, das heißt in Bewegung versetzt werden. Das machen wir. Das heißt, wir entwerfen so Model Sheets und Poses. Das ist dann die Maßgabe für alle Zeichner, wie das funktioniert mit den Bewegungen. Wir sind jetzt seit fast 1,5 Jahren dabei, diese Produktion vorzubereiten und dann fängt es irgendwann an. Aber eine Folge dauert auch herzustellen im Prinzip einen Monat. Also wenn wir jetzt, selbst wenn wir jetzt im September, Oktober wissen, aha, Erfolg, und RTL möchte weitere 13 Folgen, dann könnten die frühestens in einem Jahr fertig sein. Nachdem die Feinzeichnungen auf Folie kopiert worden sind, werden sie ausgemalt. Danach auf passenden Hintergrund gelegt und schließlich mit einer Spezialkamera fotografiert. Verdammt, hat diese Verrückte doch wieder ihre Bona-Maschine hier stehen lassen, also sowas!
Ein Ottifanten-Boom lässt sich jetzt schon absehen. Und so werden emsig einige neue Ottifanten-Plüschtier-Kollektionen, Krawatten, Bücher, Socken, Schuhe, Bettwäsche und sogar ein Ottifanten-Videospiel produziert. Perfektes Merchandising, das zusätzlich ein paar Millionchen in die Ottifanten-Produktionskasse bringen soll. Guter Mann! Bommel, unbedingt! Der Mann schuftet wie kein anderer. Ich sehe ihn immer nur durch die Gänge rasen. Ich schieße sie auf den Mond! Jawohl, Herr Direktor. Wir haben auch ein paar Mal so Tests gemacht und haben da erlebt, dass also die Kinder, an kleine Kinder, 6, 8, 9, 10-Jährige, an anderen Stellen lachen als die 16, 17, 18-Jährigen. Und die 50-Jährigen lachen wieder an anderen Stellen, weil jeder kann sich irgendwo wiederfinden. Und insofern ist es auch eine Serie für die ganze Familie und nicht speziell für Kinder. Und es wird auch bei RTL in Primetime laufen, also am frühen Abend und dann aber wahrscheinlich noch mal in der gleichen Woche immer noch mal zu einem Kinderzeitpunkt. Eine Folge kostet die Firma Rüssel rund 750.000 Mark. RTL übernimmt davon lediglich 500.000 Mark pro Folge. Fakt ist, Otto schreibt zunächst zwar rote Zahlen, doch das wird nicht so bleiben. Die Ottifanten sollen den internationalen Markt erobern. Wie die an Weight Watchers. Es gibt ganz ernsthafte Interessenten in Amerika. Kann man ruhig sagen, also es ist schon sehr, sieht sehr gut aus, sag ich mal. Aber es ist auch da, liegt das Geld nicht auf der Straße und auch da muss man eben erstmal das Geld, die Geldseite klären, bevor man loslegen kann. Dass es im österreichischen Fernsehen eine Reihe mit dem Titel Land der Berge gibt, das ist nicht weiter verwunderlich. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Bergdokumentationen dem ORF eine gleichbleibend hohe Einschaltquote bescheren. Vielleicht liegt es an den waghalsigen Aktionen, die Kameraleute in schwindelerregenden Höhen vollführen. Der Berg rief, TVTV kam und heftete sich an die Fersen der mutigen Kletterer. Unglaublich aber wahr, im letzten Herbst gelang den ARD-Verantwortlichen ein Glücksgriff. Sie verpflichteten Harald Schmidt für Verstehen Sie Spaß als Nachfolger für den drögen Kurt Felix und seine Paola. Nach Mats ab, Pst und Schmidteinander avancierte der 35-Jährige mit der versteckten Kamera zu einem der letzten Stars der öffentlich-rechtlichen Szene. Kritiker befürchten zwar, dass sich der scharfzüngige Kabarettist mit der ARD-Show folgenschwer unterfordert, doch einschalten tun sie trotzdem wegen seiner trockenen Sprüche. Was Schmidt über sich, Karriere und Kollegen über Solingen und den Deutschen an sich denkt, das sehen Sie in einem TVTV-Spezial nächste Woche zur selben Zeit. Verstehen Sie Spaß mit Harald Schmidt. Harald Schmidt brachte ein neues Element in die große Samstagabendunterhaltung. Scheinbar angepasst, die typischen Floskeln des Showmasters ins Groteske übersteigern, macht er sich über das Genre lustig. Überhaupt zurzeit gibt es in Deutschland ausreichend Anlass für Schmidts ätzende Anmerkungen. Jede Form von Betroffenheit, dann so Floskeln, die so immer wieder hochkommen, ein Stück weit, die Engholm-Floskel, ein Stück weit nachdenklich werden. Dann der Dreierpack, das gesinnungssauberen Demokraten, Wut, Trauer, Betroffenheit. Das kommt ja immer so, das ist wie Trick, Trick und Track, ne? Was, glaube ich, in uns vorgeht, man ist Wut, Trauer und Betroffenheit. Das kommt also immer in einem Pack und eben auch dieses, das ist ein heikles Thema, aber das Publikum hat einen Sens dafür. Ich habe so eine Nummer im Programm, da geht es darum, wie das Laienkabarett Palmwedel Sketche spielt, in denen gezeigt wird, dass Türken ganz tolle Menschen sind und Deutsche alle Nazis. Ja? Und diese Nummer ist natürlich zurzeit unglaublich heikel. Ich habe mir überlegt, sie aus dem Programm zu nehmen, aber ich spiele sie trotzdem, weil ich denke, die Nummer macht sich lustig über diese Gesinnungssketche. Und auch wieder Solingen. Es passiert in Solingen dieser Mord, was sehe ich? Ein Spontankonzert Solinger Künstler. Und es gibt nichts Schrecklicheres als Solinger Künstler. Das war also finsterste Up with People, whole world in his hand. Und das finde ich zum Beispiel zynisch. Niemand will Solinger Künstler sehen und da brennt ein Haus ab und das nimmt man als Gelegenheit, um sich sofort vor eine Kamera zu stellen und mit Tambourin und Mundharmonika Songs aus der Reihe, was Dylan schon nicht hören wollte, zum Besten zu bringen. Ja? Und darüber darf ich mich lustig machen.
Und dennoch hab ich, harter Mann, die Liebe auch gefühlt. Harald Schmidt, der sympathische Junge von nebenan mit dem gnadenlosen Schandmaul. Ein TV-TV-Spezial, nächsten Sonntag bei Premiere. Mehr von Schmidt Schnauze also nächste Woche bei TV-TV. Wir sehen uns dann. Tschüss. Das sahen Sie heute in TV-TV. Fernsehen aus Berlin will nicht länger schwul sein. Hugo Egon Balder, vom Busen zur Ehekrise. Ottos Ottifanten gehen in Serie und Land der Berge. Fernsehen auf dem Weg zum Gipfel.